Sultani. Meine lieben Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich danke Allah, dass er uns versammelt hat an diesem schönen Ort mit diesen lieben Geschwistern, dass wir einige Minuten miteinander verbringen in einem seiner Häuser, dass wir Allah gedenken und seine Religion lernen. Und ich sage zu dem Bruder, zum Bräutigam und zu der Braut, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Möge Allah Azza wa Jal eure Ehe segnen. Möge Allah Azza wa Jal euch rechtschaffene Kinder schenken. Und möge Allah Azza wa Jal uns und euch alle ins Paradies eingehen lassen. Meine lieben Geschwister, wir werden heute über ein schönes und ein wichtiges Thema, behandeln. Und zwar werden wir sprechen über Allah Azza wa Jal, über die Allmacht Allahs, über die Verehrung Allahs Azza wa Jal. Und egal, was wir heute sagen werden, egal wie sehr wir heute Allah Azza wa Jal loben werden, so werden wir ihm nicht loben, wie es ihm gebührt. Subhanahu wa ta'ala. Und als Musa alayhi salam zu Allah Azza wa Jal sprach und Allah sprach zu Musa, das ist eine Sache, die Musa a.s., yani eine Ehre für Musa a.s., dass Allah azza wa jal zu ihm direkt sprach. Was dann passiert? Dann hat Musa a.s. Sehnsucht gehabt, nach seinen Schöpfer zu sehen. Er hatte Sehnsucht und das Verlangen danach, seinen Schöpfer zu sehen, wegen der Liebe und der Verehrung, die er in seinem Herzen hatte. So sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Musa a.s. sprach zu Allah azza wa jal und er sagte zu Allah, O Allah, O mein Herr, lass mich dich sehen. Lass mich dich einmal sehen. Allah azza wa jal erwiderte und sagte zu ihm, du kannst mich nicht sehen. Aber blicke zu diesem gewaltigen Berg, zu diesem großen Berg, wenn er seinen Platz behält, so wirst du mich sehen können. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der größte Gelehrte von Koran, von Tafsir al-Koran, er sagte, Allah azza wa jal hat sich dem Berg gezeigt, eine Größe die Spitze eines Fingers, so viel. Allah azza wa jal ist gewaltig, Allah ist groß, allmächtig. Allah azza wa jal hat sich diesem Berg so wenig gezeigt. Eine kleine Fingerspitze, sagt Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Was mit diesem Berg passiert?
Im gleichen Augenblick zerschmetterte dieser Berg, dieser riesige Berg, dieser gewaltige große Berg, er explodierte. Und er war innerhalb einer Sekunde war dieser Berg nicht mehr da. Als Musa a.s. das sah, fiel er in Ohnmacht. Er konnte das nicht ertragen, diesen Anblick nicht ertragen. Und dann, als er aufwachte, sagte er, Subhanak, O Allah, ich kehre zu dir zurück. Ich mache Tauba. Subhanallah. Schaut, Subhanallah, wie Allah Azza wa Jalla, wie gewaltig Allah ist. Wie allmächtig Allah Azza wa Jalla ist. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt. Die Menschen, die Geschöpfe Allahs Azza wa Jal, die haben Allah Azza wa Jal nicht richtig eingeschätzt, nach seinem richtigen Wert eingeschätzt. Schätzt etwa jemand, der nicht betet, jemand, der Zina macht, ul'iyadu billah, jemand, der lügt, jemand, der betrügt, schätzt dieser etwa Allah Azza wa Jal nach seinem Wert? Niemals. Niemals, und es könnte nicht sein. Und deswegen sagt der Bishr rahimahullah, wenn die Menschen an die, Allmacht Allahs, Azamatullah Azza wa Jal, wenn die Menschen an die Allmacht Allahs denken würden, sie könnten niemals eine Sünde begehen. Sie könnten nicht. Wenn du darüber nachdenken würdest, wie Allah, wie allmächtig er ist, wie groß er ist, wie hart seine Strafe ist, wie groß seine Barmherzigkeit ist, so könntet ihr keine Sünden machen. Und ein anderer Gelehrter, Ibn Bilal, rahimahullah, sagte, schau nicht auf die Sünde, wie klein sie ist. Schau nicht auf die Sünde, wie klein sie ist. Aber schaue darauf, wem du gerade ungehorsam bist. Denke nicht dann, diese Sünde ist klein und diese ist winzig und diese wird mir Allah schon verzeihen. Schaue lieber darauf, wem du gerade ungehorsam bist. Wie groß und allmächtig derjenige ist, dem du ungehorsam bist. Schaut, subhanallah, wie gewaltig die Geschöpfe Allahs sind. Wenn wir uns die Berge anschauen, wenn wir uns die Himmel anschauen, und wallahi, was ist diese Erde? Diese Erde hat das Landesinnere. Also der Durchschnitt von der Erde sind ungefähr 21.000 Kilometer. Schaut, wie groß diese Erde ist, ist nicht viel. Und diese Sonne zum Beispiel, die hat ein Radius von 1,5 Millionen Kilometer. 1,5 Millionen. Und trotzdem, so groß wie die Sonne ist, wallahi, es gibt Sterne, liebe Geschwister, Sterne, die haben einen Durchmesser von 600 Millionen Kilometer. Und das ist alles eine Milchstraße. Und es gibt von diesen Milchstraßen mit Milliarden und Abermilliarden von Planeten, gibt es Milliarden und Milliarden von Lichtstraßen. Und jedes Mal erkennt man neuere Milchstraßen und neue. Subhanallah, diese ganzen Himmel, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, von einem Himmel bis zum nächsten Himmel ist eine Entfernung, die man in 500 Jahren zurücklegt. Und von dem zweiten Himmel bis zum dritten Himmel eine Entfernung, die man in 500 Jahren zurücklegt und so weiter. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte was? Sagte, diese ganzen Himmel, diese ganzen Planeten, dieses ganze Universum, das wir uns niemals wallahi vorstellen können, wie groß das ist. Im Gegensatz zum Schemel von Allah Azza wa Jalla, zum Schemel vom Thron von Allah Azza wa Jalla. Der Schemel ist ja nicht da, wenn man einen Thron hat, da wo man die Füße drauf tut. Der Gesandte Allah sagte uns, dass diese ganzen Himmel nur zum Schemel von Allah Azza wa Jalla wie ein Ring in einer Wüste. Ein Ring in einer Wüste, den ist gar nichts. Und das ist nur zum Schemel von Allahs Thron Azza wa Jalla. Diese ganzen Himmel, diese ganze gewaltige, dieses Dasein, dieses Universum, subhanallah, ist nur zum Schemel von Allah Azza wa Jal
Yani nichts, gar nichts. So wie ein Ring in einer Wüste, in einer Sahara. Und der Schemel zum Thron Allahs Azza wa Jal ist auch wie ein Ring in einer Wüste. Subhanallah, wie groß ist Allah Azza wa Jal? Wie allmächtig ist Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister? Wir können uns das nicht vorstellen, wallahi. Und wir Menschen, was sind wir denn? Was sind wir für kleine, armselige, schwache Geschöpfe, wal-iyadu billah? Und dann sind wir Allah Azza wa Jal ungehorsam. Und dann sagen wir zu Allah, nein. Wie undankbar ist dieser Mensch nur, subhanallah. Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister, ist allhörend und allsehend. Und seine Namen und Eigenschaften sind vollkommen. Er ist sehend und hörend, aber nicht so, wie wir sehend und hörend sind. Allah Azza wa Jal sieht und hört eine kleine Ameise, ein kleines Geschöpf in der tiefsten Dunkelheit auf einem Berg. Allah Azza wa Jal weiß, dass es da ist. Allah Azza wa Jal versorgt dieses kleine Geschöpf, auch wenn es unter der Erde ist, subhanallah. Allah Azza wa Jal kennt die Anzahl seiner Geschöpfe, kennt die Anzahl der Blätter auf den Bäumen, die Anzahl der Sandkörner in der Wüste. Allah Azza wa Jal kennt alles und weiß alles, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal weiß, was war und was ist und was sein wird. Und Allah Azza wa Jal weiß, die Sachen, die nicht passieren, wenn sie passieren, wie sie passieren würden. Allahu Akbar. Die Sachen, die nicht geschehen, die niemals passieren werden. Wenn sie passieren würden, Allah weiß, wie sie passieren würden. Subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah Azza wa Jal sagt, die Menschen haben Allah Azza wa Jal nicht nach seinem Wert eingeschätzt, der ihm gebührt. Und die gesamte Erde wird in seiner rechten Hand sein am Tage der Auferstehung. Und die ganzen Himmel werden gefaltet sein zu seiner Rechten. Gepriesen sei er vor dem, was sie neben ihm anbeten. Aisha radiallahu anha sagte, als die Frau kam zum Propheten um sich zu beschweren. Sie kam, um sich zu beschweren wegen ihrem Ehemann. Und Aisha radiallahu anha sagte, Wallahi, zwischen mir und dieser Frau war ein Tuch, so ein Sitar, so wie dieser hier. So wie dieses zum Beispiel da vorne. Ein ganz dünnes Tuch. Und sie sagte, Wallahi, ich hörte ein Wort und ein Wort konnte ich nicht hören. Und sie war nur direkt neben mir. Und sie redete mit einer leisen Stimme zum Propheten und beschwerte sich. Und Allah Azza wa Jal sandte Koranverse herab. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا Subhanallah, schaut Allah Azza wa Jal über seinem Thron, über dem siebten Himmel. Aber Allah Azza wa Jal hört, wie diese Frau flüstert, subhanallah. Und Aisha ist neben dem Gesandten Allahs, neben dieser Frau, und sie konnte sie nicht hören. Allah Azza wa Jal weiß, was wir denken. Allah weiß, was in unseren Herzen ist. Allah weiß, was wir fühlen, liebe Geschwister. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal auch in Surat Tariq, يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Bei Allah Azza wa Jal am Tag der Auferstehung, an dem Tag, an dem das
das an dem das an dem Tag, an dem das Verborgene offenkundig wird. Yawma tubla sarair, das, die Sarair, das, was man verbirgt, ja, das Verborgene, wird dann am Tag der Auferstehung offenkundig werden. Deswegen, liebe Geschwister, denk ja nicht, wenn du alleine bist, dass du alleine bist. Aber denke daran, dass Allah Azza wa Jalla dich hört und dich sieht. Zainul Abidin, radiallahu anhu wa rahimah, der ein Enkelsohn von Ali radiallahu anhu, wenn er sich begab, um die rituelle Gebetswaschung zu vollziehen, Wudu zu machen, sein Gesicht wurde blass, sein Gesicht wurde gelb. Und man sagte zu ihm, ja Zain al-Abidin, was ist mit dir? Warum verblasst du immer so? Warum bist du so gelb in deinem Gesicht? Er sagte zu ihnen, wisst ihr nicht etwa, vor wem ich gleich stehen werde? Wisst ihr nicht, vor wem ich gleich stehen werde? Das sind Menschen, liebe Geschwister, die Allah Azza wa Jal verehrt haben. Das sind Menschen, liebe Geschwister, die Allah Azza wa Jal nach seinem Wert eingeschätzt haben. Und so auch Maryam radiallahu anha. Und die Mutter von Maryam, als sie ein Gelöbnis sprach, wie Allah Azza wa Jal verzeichnet im Anfang von Surat Al-Imran, dass sie zu Allah sagte, O Allah, sie hat sich ein Kind gewünscht, dass Allah ihr ein Kind schenkt, einen Sohn schenkt. Aber sie wollte die Vorzüge oder die Nutzen von diesem Kind, wollte sie nicht für sich. Dass sie Spaß hat mit diesem Kind, dass dieses Kind für sie sorgt und sie unterstützt. Nein, diese ganzen Nutzen wollte sie opfern für Allah Azza wa Jal. Warum? Weil sie Allah Azza wa Jal geehrt hat. Weil sie die Allmacht Allahs erkannt hat. Weil Allah Azza wa Jal sie da bevorzugt hat. Liebe Geschwister. Und so auch ein Jugendlicher von Benu Israel. Ein Jugendlicher. Er kam bei einem Volk vorbei und er sah einen König. Und um ihn herum seine Leibgarde. Und um ihn herum viele Menschen, die ihn ehrten, die ihn anbeteten und baten, um ihre Wünsche baten. Und er sah diesen Mann, subhanallah, und er sah, wie eine Fliege kommt. Und diese Fliege kommt zum Gesicht von diesem König. Und die Leute um ihn herum, die versuchen, ihn wegzuscheuchen, aber sie kommt immer wieder. Und die scheuchen sie weg und sie kommt immer wieder. Und da hat dieser Jugendliche, dieser rechtschaffene Mann, hat diese Möglichkeit genommen, um zu Allah Azza wa Jalla einzuladen. Und er sagte zu ihnen, er sprach zu ihnen ein Vers. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunihi lan yakhluqu dhubaba walaw ijtama'u lah. Wa in yaslubhumu dhubabu shay' la yastanqidhuhu minhu. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. Allah Azza wa Jalla sagt in diesem Vers, O ihr Menschen, euch wurde ein Gleichnis von Allah gegeben, so hört zu. Diejenigen, die ihr anstatt Allah anbetet, sie können keine Fliege erschaffen. Selbst wenn sie sich alle versammeln. Seht ihr, subhanallah, wie Allah Azza wa Jalla sie herausfordert. Mit der ganzen Technologie, die man hat, mit dem ganzen Wissen, das man hat, auf dieser Erde. Aber wenn, können sie diese Menschen, können sie eine Fliege erschaffen? Wallahi, können sie nicht. Sie können vieles machen und vieles produzieren. Und erstaunliche Dinge und gewaltige Sachen. Satelliten und Raketen und Flugzeuge. Aber eine kleine Fliege können sie nicht erschaffen. Und da kommt die zweite Herausforderung von Allah Azza wa Jal. Und er sagt, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْءٍ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ. Und wenn diese Fliege ihnen etwas wegnimmt, von ihrem Essen oder Trinken oder
Wenn ihnen diese Fliege etwas wegnimmt, so können sie es nicht zurückholen. Subhanallah. Weil bei den Fliegen, wenn die etwas einnehmen, sofort ist das verarbeitet. Subhanallah. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla auch, und Allah sagt auch, yani, selbst wenn sie sich alle versammeln, und danach sagt er, وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ. Und sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Nicht nach seinem richtigen Wert eingeschätzt. Und dann sprach er zu diesen Menschen diese Worte von Allah Azza wa Jalla. Und diese Menschen haben gesehen die Schwäche von diesem König und dass er es nicht verdient hat, angebetet zu werden. Und dann sind sie weggegangen von ihm, von diesem König. Und schaut, liebe Geschwister, das edle Gesicht von eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein edles Gesicht, das schönste Gesicht, es wurde in der Schlacht von Uhud blutig geschlagen. بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. Er wurde blutig geschlagen, so dass Blut an seinem Gesicht runterfloss, liebe Geschwister. Aber das ist auch dafür, dass Allah Azza wa Jalla uns zeigt, dass selbst dieser Gesandte, dieser Liebling von Allah Azza wa Jalla, Habibullah wa Khalilur Rahman, dass selbst dieser Gläubige, der Gottesfürchtigste, der edelste aller Menschen, selbst dieser ist nicht vollkommen. Damit man was sieht, damit man die Vollkommenheit Allahs Azza wa Jalla erkennt. Dass selbst dieser Geschöpf, dieses Geschöpf nicht vollkommen ist. Und schwach ist. Und genauso als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag und Abdurrahman radiallahu anhu, der Bruder von Aisha radiallahu anha, der kam ins Haus hinein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liegt gerade im Sterben in seinen letzten Momenten auf dieser Erde. Und Abdurrahman kommt rein und hat einen Siwak in seiner Hand. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war so schwach, dass er nicht sagen konnte, ich möchte einen Siwak. Und das zeigt uns was? Das zeigt uns, dass Allah azza wa jalla der Einzige ist, der vollkommen ist. Der Einzige ist, der Größte ist. Der Allmächtigste ist. Und das ist, liebe Geschwister, eine Sache, die Allah Azza wa Jalla von uns verlangt, dass wir Allah Azza wa Jalla nach seinem Wert einschätzen. Dass wir Allah Azza wa Jalla ehren und verehren und niemanden verehren, so wie wir Allah verehren. Denn niemand hat es verdient, verehrt zu werden wie er, subhanahu wa ta'ala. Niemand hat es verdient, angebetet zu werden, weil er der einzige Schöpfer ist. شئنا أم أبينا, ob wir wollen oder nicht, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jalla ist der Schöpfer aller Geschöpfe, der Schöpfer der Menschen, der Schöpfer der Jinn, der Schöpfer der Himmel und der Erde und alles außer ihm sind Geschöpfe, wurden erschaffen. Und بالتالي, deswegen, liebe Geschwister, hat auch niemand das Recht, angebetet zu werden, außer er, subhanahu wa ta'ala. Weil niemand außer ihm erschaffen kann. Niemand hat das Recht, verehrt zu werden wie er, subhanahu wa ta'ala. Weil alle außer Allah, Allah brauchen. Alle außer Allah, selbst die Malaika, selbst Jibril a.s. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwa al-ghani wal-hamid. Ihr seid die Bedürftigen Allah gegenüber. Wir brauchen Allah. Wir brauchen Allah, weil er uns erschafft und uns erschuf. Wir brauchen Allah, weil er uns versorgt, weil er uns beschützt, weil er uns am Leben erhält. Weil er uns mit seinen Ni'am großzieht und am Leben yani, lässt. Deswegen brauchen wir alle Allah Azza wa Jal. Und selbst, liebe Geschwister, und Allah Azza wa Jal, al-Ghani al-Hamid, Allah ist unbedürftig. Allah ist unbedürftig. Allah braucht nichts und niemanden. Allah gab es, bevor es alles andere gab. Und Allah wird es immer geben. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir erkennen, dass wir Allah nach seinem Wert einschätzen. Und wenn wir Allah nach seinem Wert einschätzen, dann werden wir Allah fürchten können und Allah lieben können, liebe Geschwister. Und das ist eine Sache, die von uns abverlangt wird. Und selbst die größten und wichtigsten Geschöpfe brauchen Allah. Selbst die Hamalatul Arsh, die
die Engel, die den Thron Allahs tragen, Allah braucht sie nicht. Und Allah wird am Tag, vor dem Tag der Auferstehung zu Malak al-Maut sagen, geh und nimm die Seelen von den Engeln, die meinen Thron tragen. Braucht Allah die Engel, die seinen Thron tragen? Braucht Allah Azza wa Jalla einen Thron? Allah Azza wa Jalla ist unbedürftig, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla braucht nichts zu niemanden. Aber wir brauchen alle Allah Azza wa Jalla. Weil wenn er uns nicht erbarmt, möge Allah Azza wa Jal uns allen Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal schenken. Und möge Allah Azza wa Jal uns ihm subhanahu wa ta'ala nach seinem richtigen Wert einschätzen lassen. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'awat. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Allahumma ghfir lana warhamna wa 'atiq riqabana minan naar ya rabbal 'alamin. Allahumma raddana wal muslimina ila deenika raddan jameela. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mawtana wa mawtal muslimin warham walidina warhamhuma kama rabbawna sighara. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا خشيتك في السر والعلانية. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا وزدنا علما، وفقهنا في ديننا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعل اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ويسر اللهم الهدى لنا.